Die Weltverfassung, auf die wir uns sehr lange verlassen haben, gibt es so nicht mehr. In kürzester Zeit haben neue Technologien unsere Gesellschaft, die Wirtschaft, ja im Grunde unser gesamtes Dasein dramatisch verändert. Die Digitalisierung entscheidet heute längst über die globale Güterverteilung und damit über Wohlstand und Fortschritt. Die digitalen Umbrüche bieten damit auch eine Chance, die zivilisatorischen Errungenschaften unserer jetzt schon über 70 Jahre währenden europäischen Friedensgesellschaft fortzuschreiben. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass sich die Europäische Union neu erfindet, als ein Lebensraum für ihre Bürgerinnen und Bürger, als eine Gemeinschaft, die sich den politischen Widrigkeiten nationaler Befindlichkeiten widersetzt. Gerade jetzt ist die Zeit reif dafür, jenes Vakuum zu besetzen, das sich durch den Rückzug der USA in seine selbstgewählte Isolation aufgetan hat. Europa muss jetzt auch in der weiteren politischen Einigung jene Eigenständigkeit anstreben, die es in seiner Digitalstrategie eingeschlagen hat. Europa ist aber, so glaube ich, auf einem guten Weg. Bei unserem Jubiläumsevent beschäftigen wir uns mit den beiden brandheißen Themen der Gegenwart: der Vollendung des Binnenmarktes als Jahrhundertchance für eine zukunftsfähige Wirtschaftsentwicklung und mit der philosophischen und neurowissenschaftlichen Bewusstseinsbildung in der digitalen Welt. Besser hätte ich mir unser 30-jähriges Firmenjubiläum nicht wünschen können.